Sie haben es vielleicht gehört, es gibt was Neues, und zwar das sogenannte Bleaching. Bleaching ist nichts anderes als das Zähneweißen. Eine Methode, die aus Amerika kommt, und da bin ich ehrlich gesagt immer so ein bisschen skeptisch, und ich habe mich am Anfang gefragt, ist das nicht vielleicht gesundheitsschädigend? Was für Material wird da genommen? Wie reagieren die Zähne darauf? Wir haben das intensiv analysiert und sind zu dem Ergebnis gekommen, das Material ist in keiner Weise gesundheitsschädigend und auch für die Zähne nicht. Das heißt, man kann das entsprechend anwenden, aber es muss professionell gemacht werden. Was Sie nicht machen sollten, ist diese Whitening-Zahncremes, die es in der Drogerie und überall anders gibt. Das heißt, da sind Scheuermittel drin, da kriegen Sie die Zähne auch ein bisschen heller, aber Sie scheuern die Oberfläche ab. Also wir mit unseren Methoden, die wir in der Praxis haben, sind Methoden und die Materialien, die absolut zahnfreundlich und zahnfleischfreundlich sind. So, jetzt werde ich natürlich gefragt, Herr Doktor, es kostet ja Geld. Wie lange hält das denn dann? Im Schnitt mindestens 2 Jahre, das ist abhängig davon, was Sie zu sich nehmen. Wenn Sie natürlich 2 Kannen Kaffee pro Tag trinken oder regelmäßig Rotwein, dann dunkeln die Zähne schneller nach und dann muss es gegebenenfalls nach 1 Jahr gemacht werden. Also Bleaching ist eine sehr gute Methode. Meine Frau macht das auch alle 2 Jahre bei uns in der Praxis. Und Sie können sich vorstellen, wenn das negativ wäre, würde ich meine Frau nicht in die Praxis locken. Bis dahin.